Hallo meine Lieben, heute überrasche ich die Milay, die weiß gar nicht, was ich vorhabe. Also ich bin jetzt zum Spiel und Freizeit gefahren, unseren großen Spielwarenladen hier am Ort, und habe zu Milay gesagt, ich kaufe heute was. Sie weiß noch nicht, was es ist. Schätz mal, Milay, rat mal. Ein Handy? Nein. Ja, genau, ein Handy. Nein. Playmobil. Nein. Ich lasse mich jetzt überraschen. Okay, wir lassen uns überraschen. Nicht wie Milay ausschaut, ich habe sie gerade aus der Mittagsbetreuung geholt. Schaut mal die Haare an. Verwuschelt. Meine Schuhe. Und die dreckig. Schuhe schauen aus wie frisch von der Baustelle. Und so gehen wir jetzt einkaufen. Ja, das ist doch gut, die sagen schön, super angezogen. Irgendwas von da nimmst du. Von da? Nee, nichts von Frozen. Gehen wir weiter. Milay hat immer noch keine Ahnung. Ich will gern alles mitnehmen. Schauen wir mal weiter. Das Ratespiel geht weiter. Willst du einen neuen Schulranzen? Nein, ich habe schon einen. Das ist langweilig. Ja, nichts für die Schule, gell? Ja. Habt ihr überhaupt schon gesehen? Es gibt von Da Vinci jetzt diesen Spiegel da in Frozen-Style. Und die Elsa zum als Puppe zum Das ist doch nicht bekleben. Elsa, das ist Anna, Mann. Der weiß nicht, was Anna und Elsa ist. Und? Willst du ein neues Fahrrad? Nein, will ich nicht. Nicht. Aber ich hab was gesehen. Schaut mal weiter hinten. Und? Immer noch keine Ahnung, ne? Also komm mal mit. Das will ich nicht. Nein. Ehrlich? Ja, das mag ich nicht. Den da oben? Nein, der Kugel. Erstens, sie kommt da nicht mal dran. Guck. Milay hat meine Überraschung kaputt gemacht. Die will das gar nicht, was ich ihr kaufen wollte. Wir müssen jetzt kurz nach dem Spiel schauen. Der Cian hat mir auch einen Wunsch aufgetragen. Er will sich für die PlayStation FIFA 17 zulegen und ich soll gucken, ob es den schon gibt. Aber wir sind hier bei PC-Spielen, das ist eher was für mich, die Ecke. Wo ist PS4? Da vorne. Jetzt wünschen wir mal was. FIFA 17, ich glaube, das ist aber noch nicht draußen. So, FIFA 17 gibt es leider erst ab morgen. Also ist irgendwie halt der Wurm drin. Aber da Milay meine Überraschung nicht so gefallen hat, darf sie sich jetzt selber was aussuchen. So, ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, wieso kriegt Milay schon wieder was? Die hat ja so viel Spielzeug. Ja, das hat nicht immer was mit ihr zu tun. Wir müssen natürlich unseren Kanal füllen mit Inhalten. Und ich wollte heute speziell was für Milay kaufen, weil sie immer so tolle Videos macht. Gell? Das war jetzt Belohnung. Und jetzt gehen wir auf die Suche. Milay kann sich selber was aussuchen. Aber keine Süßigkeiten. Ein Überraschungsei. Nein, das ist okay, wir gehen weiter. Wisst ihr was, die Figuren finde ich immer so cool, ja? Die Infinity und was es auch sonst noch so gibt, die würde ich irgendwie richtig cool finden zu sammeln. Aber zum Sammeln sind sie immer zu teuer. Wenn man das Spiel nicht spielt. Nee, ist aber witzig. Die sind echt schön, die Figuren. Ich will Sims. Schaut mal den an, Tauzer, klein. Das ist ein Spielzeug für Papa. Und das, meine Lieben, wäre meine. Irgendwann lege ich mir jetzt dann mal noch ein ferngesteuertes Auto zu. Irgend so ein geländegängiges. So was in der Art. Ja, ich habe nichts von mir. Ja, ich mag das Buch, was ich will. So was. Das ist so cool. Oh, jetzt kommt die Blüte gerade unter. Hier gibt's Babykram-Zeug. Immer noch nichts drin. Hallo.
Mama, nur dir dein kleines Mädchen. Die kennt auch schon Hilde. Die hab ich. Oh mein Gott, die Barbie-Ecke. Ich wollte schon lange mal das da, aber es kostet mir eh nicht. Ungern. Was? Ungern. Ja, hab ich gewusst. Weil die so groß sind und dann nach einer Zeit nur noch rumstehen. Das hab ich ja schon zu Hause. Das hat meine Mama vorgestellt. Guckt mal nach. Das war eines ihrer ersten Videos. Genau. Monster. Haben sie sich auch irgendwie bewegt? Ja, der kann fliegen sogar. Wie denn? Ich weiß nicht. Vielleicht ist die Batterie nicht aufgeladen. Ja, das wäre... Rotbohrfische. Komm an, Papa. Okay. Ja, raus. Kein Puppenhaus. Ich gehe, glaube ich, noch weiter. Okay. Okay? Kannst du dich aufsprechen? Die hat mich erkannt. Aber nur an der Stimme, denke ich. Wir sind gerade in der Halloween-Abteilung. Zusammen sind wir bestimmt hübsch, ja? Ein hübsches Paar. Schweinekopf. Weiter will ich. Ich zieh mich jetzt an. Tada! Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich will. Komm. Da bin ich gespannt. Ich glaube es. Boah, ich brauche jetzt eine Pause. Milay schickt mich hier durch den Laden durch und kann sich nicht entscheiden. Gehen wir weiter? Ich weiß doch, was ich Schau. Will. Wie jetzt? Ich weiß doch, was ich will. Komm jetzt, faule Nuss. Oh, also gut. Also, wo lang geht's? Hier lang. Ich habe mich jetzt entschieden. Hä? Muss ich mich jetzt veröffentlichen? Das da! Was? Nee. Bist du sicher? Aha. Hast du mich geprankt? Ja. Warte, Rebbe. Ich geb dir gleich, du. Die jagt mir durch den ganzen Laden durch. Und dann wollt sie doch den haben. Ich wusste es doch, weil wir haben da ja schon ein paar Mal drüber geredet. Und die sagt einfach, nö, will ich nicht. Kann ich mein Fahrer viel schneller wie meine Freundin. Können wir mal fragen, ob wir kriegen? Ja. Milay war nicht artig, jetzt wird sie ein Stück gehabt. So, jetzt haben wir das Geschenk. Jetzt laufen wir zum Auto. Und ich muss das schwere hinterlagen. Ja, ich kann ja nichts ändern. Du musst ja das tragen. Und dann parke ich auch noch so weit weg. Sehr, sehr witzig. Ja, ist schon kräftig am Zusammenbauen hier. Haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, bevor es losgehen kann mit der ersten Fahrt. Und Milay macht schon ihre erste Testfahrt. Ja, das ist richtig cool. Wisst ihr das? Sieht da schön aus, der Buddy White von Berg. Den wollte ich eigentlich letztes Jahr schon kaufen. Jetzt ist es endlich soweit. Milay fährt ja so gerne Auto, die möchte immer so ein Elektroauto. Wir haben ja unseren Quad hier eigentlich noch, unseren Elektroquad, aber ich finde die Schlüssel nicht mehr. Hier! Was? Hat er noch gebremst? Schaut mal die Bremsspur an. Sieht man's? Nee, das sieht ihr nicht. Doch, da sieht man's. Seht ihr die? Hier. In der Mitte vom Bildschirm verläuft sie. Ja, genau, das ist sie. Oh mein Gott! Aber der Reifen ist nicht kaputt, gell? Ja, aber wenn du so weitermachst, bald wahrscheinlich. Ich muss
muss ich überprüfen. Ein bisschen sachte Bremsen wäre vielleicht von Vorteil. Ich drehe Kurven bis zum Alt. So, jetzt habe ich euch mitgenommen zum Einkauf. Milays Überraschung. Endlich einen Köpker. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.